und natürlich dem großen, breiten Internet zu präsentieren, wie geil einfach dieses Gerät ist. Es soll heute gehen um das Thema 10 Monate Hühler. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Genau, da möchte ich jetzt ein bisschen zu erzählen. Mittlerweile gibt es hier einen Putzplan, an den ich mich wirklich auch akribisch halte, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das Ding einfach wirklich logisch ist. Ich habe weitaus weniger zu tun. Ich habe manchmal Nachmittage oder Abende, ich mache das ja immer nach der Arbeit, wo ich mir denke, so, boah, muss ich wirklich? Weil eigentlich sieht man gar keinen Schmutz mehr. Genau, das führt dazu, dass in meiner Wohnung fast kein Dreck mehr ist, beziehungsweise ich wirklich suchen muss, bis ich welchen finde. Das macht es immer ein bisschen schwer, euch Content zu bieten, weil ich wirklich kaum noch Sachen habe, die ich hier sauber machen kann. Lacht ruhig, ist so. Ja, wie es der Zufall dann so will, also ich bin Katzenhaarallergikerin, hatte ich schon irgendwie mein ganzes Leben lang. Hab dann aber für mich gesagt, ich bin lieber Team Hund und Katzen habe ich lieber Abstand. Dann bin ich im Oktober mit dem Auto zur Arbeit gefahren und habe meine jetzige Katze Molly übergefahren. Ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Molly ist dann bei mir eingezogen, weil sich niemand gefunden hat, der sich um diese verletzte Katze kümmern möchte. Ich hatte ja schon den Hühler und habe mir gedacht, naja gut, bei Hausstaub und so hilft er mir wirklich gut. Guck ich mal, wie das mit der Katzenhaarallergie klappt. Nein, wie süß seid ihr denn? Mögt ihr euch? Oh ja. Ja, weil ich mir natürlich der Verantwortung eines Haustieres bewusst war, war dann auch relativ schnell klar, Molly bleibt nicht alleine und es zieht eine Freundin ein. So kam dann Anni dazu. Jetzt habe ich ja diese Erfahrung mit den zwei Katzen und dem Hühler und meiner Allergie gemacht. Und ich würde es einfach gerne viel, viel mehr Leuten empfehlen, wo eine Allergie im Raum steht. Ich glaube, dass viele, viele, viele Tiere dann ihr Zuhause behalten könnten oder eben die Familie ihr Haustier behalten könnte, wenn man eine vernünftige Putzroutine mit dem Hühler einhält. Und ich finde, das ist ein super schöner Gedanke, dass da nicht Familien auseinandergerissen werden. Ist schon wieder einiges, was da echt so zusammenkommt. Jetzt wird es dann hoffentlich meinem Ellenbogen, der so richtig kickt hier, gleich besser gehen. Was ich hier bei meinen wöchentlichen Grundreinigungen an Staub noch raushole, ist wirklich total wenig. Das liegt zum Teil daran, dass hier jeden Tag die Luftreinigung läuft. Allein schon wegen der Katzenhaare, die kann ich nun wirklich, wenn die rumfliegen, nicht so gut ab. Deswegen saugt Hüli die jeden Morgen bei der morgendlichen Luftreinigung erstmal rein. Und ja, da saugt Hüli natürlich auch noch den ganzen Staub, der hier rumfliegt. Der bildet hier so einen Kreislauf, eine Zirkulation, saugt er dann eben einfach auch nochmal raus, was für mich einfach den Vorteil hat, dass ich gar nicht so häufig abstauben muss, wie manche andere Leute. Was ich ein bisschen schade finde, weil abstauben finde ich eigentlich ziemlich geil. Nächster Grund, warum sich der Hühler hier einfach total lohnt, ist Katzenpipi. Bin ich einfach mega entspannt mit der Polsterdüse eben drüber, mit der Transparenten alles raussaugen und dann war es das auch schon. Ich möchte es einfach jedem Tierbesitzer oder Haustierbesitzer empfehlen. Das macht euer Leben einfach so unfassbar leicht, weil ihr nicht komplett ausrasten müsst, wenn es heißt, oh je, Hund, Katze, was weiß ich, Kaninchen hat Durchfall oder Kotzerei. Ihr könnt da einfach total entspannt bleiben. Glaubt mir, es geht alles raus. Kann es alles anders, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin dann Vertriebspartnerin geworden und habe ab der ersten Sekunde Spaß dran gehabt, den Mehrwert von diesem Produkt einfach in die Welt hinauszutragen und Kollegen, Freunden, dem Umfeld und jedem Menschen, den man irgendwie so sieht und natürlich dem großen, breiten Internet zu präsentieren, wie geil einfach dieses Gerät ist. Saugwischen ist hier eine Funktion, die ich super oft benutze. Ich glaube, vorher habe ich meine Wohnung, also ich habe vorher hier so 2 Jahre drin gewohnt, 2 Jahre ohne Hühler. Und ich habe, glaube ich, 4-mal oder so meinen Boden gewischt. Sonst habe ich halt mit so einem ganz normalen, beutellosen Staubsauger hier gesaugt. Und der stand natürlich auch mit vollem Filter sozusagen einfach auch mal 5-6 Monate in meinem Schlafzimmer rum. Weil ich gedacht habe, naja gut, ist ja noch nicht voll das Gefäß, muss ich auch nicht ausleeren. Mittlerweile bin ich da eines Besseren belehrt worden und würde bei jedem Beutelstaubsauger und auch bei jedem Beutellosen
das unmittelbar nach dem Saugen ausleeren und säubern, weil ich diese ganzen Schadstoffe gar nicht in meiner Wohnung haben möchte. Umso mehr lebe ich den Hüli, wo ich den Wasserbehälter danach einfach auskippen kann ins Klo oder die festen Sachen eben in den Restmüll. Und ich weiß, der ganze Dreck, die ganzen Schadstoffe, Schimmelsporen, Milben, Hausstaub, all möglicher Krams ist einfach aus meiner Wohnung raus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich auf die nächsten 20, 25 Jahre mit meinem Hühler, einfach weil er meinen Alltag hier so vereinfacht und ich das Gefühl habe, wir leben hier wirklich in einem sauberen Haus. Wenn du also Bock hast auf dieses Hühler-Game, sei es als Kundin oder als Vertriebspartnerin, schreib mir gerne eine Nachricht, entweder als E-Mail oder bei Instagram, gerne auch hier in den Kommentaren oder ganz neu auch über WhatsApp. Dann genau, lass mir gerne eine Nachricht zukommen und dann treten wir mal in Kontakt und gucken mal, was wir daraus Schönes zaubern können. Ich freue mich auf jeden Fall auf deine Nachricht und bis bald!